ist denn dieser blöde Zombie hier? Keine Ahnung. Oh, da hätte ich ja fast was übersehen. So, dann haben wir das dicht. Und der nächste Stapel ist leer. So, dann haben wir hier noch. Gleich geschafft. Okay, dann hier weiter. Keine Ahnung, was wir hier haben. Ich glaube, das war die Höhle. Bloß weil ich wechseln musste. Ich glaube, wir machen hier auch einfach so zu. So, das sollte ausreichen. Der nächste. Ich habe doch gar kein Schwert mehr. Die Axt hält auch nicht mehr zu lange. Und ich habe nur noch einen Stapel Bruchstein. Aber dann kann ich mir wenigstens ein neues Schwert machen, wenn ich zurückgehe. So, und hier ist dann auch dicht, da kommt auch keiner mehr durch. Also unter den Brücken kann jetzt keiner mehr durch. Oh. So, wir haben jetzt nur noch dieses Gebiet hier und dafür reicht der Stein niemals. Nein. Da müssen wir gleich nochmal zurück. Okay, hier habe ich mir dann den einen Stein gemacht. Oh, das wird bestimmt toll aussehen. Jetzt wäre ich fast runtergefallen und das auch noch dort, wo ich nicht mehr so richtig hochkomme. Ich muss auf der Seite sowieso aber dann auch noch einen Stein platzieren zum Hochkommen. Denn wie mache ich das sonst? So, oh, ein Bogen! Wir können reparieren. Nein, die Stiefel, für Eisenstiefel sind kaputt gegangen. Verdammt, die habe ich total vergessen. Ach, okay, auf jeden Fall brauchen wir das hier noch. Und selbst wenn die nicht mehr reichen, dann müssen wir runter zur Grube und dort weiter graben. Halt. Erstmal ein neues Steinschwert. So. Dass man sich keine Steinrüstung machen kann, das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Boah, aber das wäre cool. Eine Steinrüstung. Gut, man. Vielleicht könnte man. Das wäre eigentlich toll. Eine Steinrüstung einführen, die einen hohen Verteidigungswert hat, aber dafür kann man dann nicht mehr laufen oder so und ist auch nicht mehr ducken. Oder vielleicht muss man sogar schleichen. Keine Ahnung. Sind das jetzt drei. Kommt rein, kommt rein. Ja, jetzt sind sie in der anderen Hälfte. Haha. So, gehen wir mal hier runter und essen erst einmal was, während der Zombie hier kommt. Okay, dann machen wir hier weiter. Da kommt ja noch einer. Aber kaum sind wir hier mal nicht unten, spawnen die ganzen Zombies wieder. Oder Monster. Aber nicht mehr lange. Oh, das wollte ich jetzt nicht so. Genauso wenig wie das. Okay, weg. Wir sind jetzt sogar schon Level 31. Geil. Da hinten ist ein Creeper, der kommt nicht zu uns. Okay. Ah, Moment mal. Das hätte ich lassen können. Ich bin ja hier erst in dieser Ebene. Mist. Mist, hätte ich lassen können. Umsonst die Spitzhacke benutzt. Ich habe echt nur noch zwei. Ich habe keine zwei Stapel mehr an Spruchstein.
Ich würde sogar fast meinen, dass der hier auch noch leer geht. Ja, das sieht fast danach aus. Dann habe ich nur noch einen angefangenen Stapel am Bruchstein. Oder? Wow, das war knapp. So, den setze ich mal hin, damit ich dort hoch kann. Der ist ja auch richtig gesetzt. So, Bruchstein haben wir fertig. Dann müsste ich jetzt nur noch graben. Die Lava machen. So, dann holen wir uns mal. Ja, Eimer kann ich jetzt schwer machen. Das heißt, ich bleibe bei diesen 10 Eimern und gehe dafür dann immer wieder hin und her. Das wird leider etwas dauern. So, du kommst weg. Du auch, du auch, du auch. Du bleibst. Du kannst fürs Erste auch weg. Und du kommst dahin. Das Schwert kann ich reparieren. Gut, holen wir Lava. Mir ist vorher noch irgendwas eingefallen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich wollte irgendwas noch machen und ich habe es vergessen. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte die Treppe noch ein bisschen nach unten bauen, aber das kann ich später auch machen. Oh, oh. Okay, gut, dass er uns jetzt nicht gesehen hat. Oh, oh. Ein Skelett. Skelette sind schwierig hier in der Grube. Gut, da muss ich jetzt auch außen rum gehen, weil wir da ja gar nicht mehr nach oben kommen. Aber zumindest macht es uns noch nichts aus, wenn wir hier runter... Oh, das ist fies. Entweder man fällt hier ins Loch, wenn man hier ein bisschen schief ist, hier ins Loch oder hier in die Grube. Da wird es doch wohl besser sein, wenn man in die Grube, ins Loch fällt, oder? Okay, wir müssen jetzt hier entlang. Und da sind wir hier. Genau, perfekt, okay. Weg war richtig im Kopf. Ich sehe eigentlich, die Brustrüstung ist auch schon fast kaputt. Ich muss dann zu Hause unbedingt noch Stiefel suchen und neuen Beinschutz. Ach Mist. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Eisen. So. Ich habe hier schon ein bisschen was geholt. Zwei hätte ich noch. Einen. Hier geht die Lava auch mittlerweile schon ein bisschen zurück. Komm schon, irgendwo. So. Gut, dann haben wir wieder 10 Lava-Eimer und damit können wir jetzt nach vorne gehen. Damit können wir die Lava-Grube wieder ein bisschen beleuchten. Ich frage mich sowieso, wie ich das machen soll. Das wird ziemlich schwer. Weil es ist ja keine kleine Grube, sondern das ist schon ein richtiger See. Ich glaube, danach hat sich auch die Folge benannt. Ein Lava, ein See aus Lava oder irgendwie sowas. Nein, ein See aus Blut war es. Genau, ein See aus Blut. Ich weiß nicht, ob das das war. Keine Ahnung. Halt hier entlang. Das Blut hier. Ach komm. Das Blut im Spiel, das mache ich hier ja auch als Lava. Das heißt, Blut und Lava werden hier in Minecraft bei mir dasselbe sein, so ungefähr. So, dann. Das wird jetzt immer ein ziemlich langer Marsch. Obwohl, den hatten wir damals auch. Weil wir ja teilweise noch ein, zwei Ebenen weiter nach oben mussten. Dann ist hier richtig gut, weil wir nur eine Ebene weiter nach oben müssen. Obwohl, andererseits ist der Mineneingang jetzt auch woanders. Wobei, ich könnte mir den Mineneingang ja verkürzen, indem ich hier dann immer entlang gehe. Soll ich das machen? Ich glaube, das mache ich. Dann muss ich nicht da und so lange gehen. Und ich töte mal eben dieses Skelett hier. Er
Erfahrung, Pfeile und Knochen kann man immer brauchen. So, dann heizen wir denen mal ein bisschen ein. Ich mache das ein bisschen anders. So, hier ist jetzt nicht gerade ein Creeper nach oben, oder? Doch. Verdammt. Eigentlich hätte er mich nicht sehen dürfen, oder? Ich war doch hier. Naja, egal. Bye bye, Zombie. So, ich glaube, ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich fange nämlich von hinten her an. Mach's von links nach rechts statt von oben nach unten. Ich glaube, das ist so besser. Jetzt hätte ich fast daneben geschlagen. Der hätte mich getötet, weil ich nicht so viel Rüstung habe. So, das hier geht schon mal. Oh nein, nein, nein. Mir fällt gerade noch was ein. Das hier muss ich auch noch komplett abbauen. Und hier könnte ich sogar so hoch. Geil. Bauen wir mal eben schnell alles ab, bevor ich hier weitermache. Okay. Auch von hier komme ich hoch. Cool. So, jetzt haben wir hier ein paar Zombies. Ah, da ist die Wolle schon kaputt gegangen. Aber den Stein holen wir uns. Wenn ich nicht aufpasse, bin ich jetzt dann gleich der in die Lava geschubst wird. Hey, da ist ja noch Erfahrung. So, da hab ich. Dann hau ich das vorerst mal weg. Weil ich ja auch so danach hochkomme. Hier zum Beispiel komme ich super hoch. Werde ich jetzt auch. Das ist hinter mir ein Zombie, oder? Nein, nicht mal. Okay, dann das hier muss weg. Das hier. Das hier. Jetzt haben wir hier wieder einen Creeper. Oh. Er ist nicht gelaufen. Jetzt läuft er. Jetzt, wo nur noch ein Schlag fehlen würde. Und Fledermäuse fliegen hier rum. So, das kommt weg. Das hier. Hier kommt man dann auch sehr gut hoch. Zack. Und hier hat man auch schon die Lava. Also es wird hell, es wird hell. So. Okay, dann hätten wir es. Dann kann ich ja hier weitergehen. Ich hoffe, das hier verbrennt nicht alles. Das wäre ein bisschen schade. Aber hilft dann auch nichts. Ist da gerade eine Fledermaus verbrannt. Arme Fledermaus. Tja, aber da müsst ihr in Zukunft besser aufpassen, Fledermäuse. Eigentlich könnte ich auch hochgehen. Das müsste von oben auch super gehen. Ja. Ich sehe keinen Zombie. Okay. Ich höre einen Zombie, aber ich sehe keinen. Ach, Fledermaus. Okay, da reicht es jetzt leider nicht mehr. Der ist unter uns, glaube ich. Da kriege ich richtig Angst. Dass er plötzlich hinter mir auftaucht. Okay. Das sollte jetzt aber reichen. Genau, das reicht. Okay, haben wir.
So viel besser, oder? Jetzt wird es langsam hell hier drin. Ach komm. Okay. Ach scheiße. Hier entlang. Haha, alle ausgetrickst. So, ich muss dann sowieso runter. Und ich wollte mir doch die Abkürzung machen, genau. Komm her, Skelett. Ah, ein Warnschuss oder so noch abgeliefert. Ach nö. Zum Glück ist mir das Bild vorhin aufgefallen. Ich weiß genau, wo es hing und was es für eins war. Ach, ich hab's eh. Es war so eins. So, dann kommt das hier weg. Weg, 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 weg. Ich habe nur noch 16 Steine, kann das sein? Ach nein, ich habe da ja noch einen vollen Stack. Und zack. So, die Frage ist, wo bin ich hier jetzt genau und wo muss ich hin? Ach, da! Okay. Wow! Da ist einer der Zombies. Ha, im Spinnnetz gefangen. Der muss da oben gespawnt sein. Das, sowas will ich nicht. Dass hier einfach Monster spawnen. Wie kämen wir denn dazu? Besonders in Anbetracht der Umstände, dass da oben dauernd in der Höhle der Eras Monster spawnen. Ist der Satz eigentlich irgendwie schon fast ein bisschen sarkastisch gemeint? So, dann darunter. Hier ist auch irgendwo Wasser. Okay. Mal kurz warten, das ebbt sicher gleich ab. Genau, es ebbt ab. Dann kommt das hier gleich weg. Ja. Und schon komme ich wieder besser ran. So, vielleicht nochmal kurz warten. Ebbt das ab? Nein, ebbt nicht ab. Ah, aber jetzt vielleicht. Ich habe nur noch einen. Ah, es ebbt ab. Nochmal? Ja, das hier geht weg. Und das hier auch. Wir kommen immer näher an das Ende des dieses Lavasees. Ach, das war nur Erde. Und dann haben wir aber noch zwei oder drei irgendwo. Ich weiß nur noch nicht mehr wo genau. Die müssten wir dann wieder suchen. Vielleicht finden wir dann auch ein bisschen Eisen. Jetzt komm doch endlich hoch da. So, jetzt muss ich nur sehen, wo jetzt dieser Aufstieg nochmal war. Nein. Also wir sind auch von hier gekommen und ich glaube, wir müssen dann hier jetzt hoch. Genau. Dann sparen wir uns sehr viel Weg. Ich meine, wir haben nahezu den gleichen Weg in der Mine. Vielleicht 5 Schritte mehr. Aber wir sparen uns eine ganze Ebene.